Wenn die Strahlen deiner Güte und Herrlichkeit, die keine Schatten werfen,
sind die Übel, an denen wir leiden, überwunden, sind die Hoffnungslosigkeit aus dem Horizont verschwunden. Denn erkennbar ist, deine allmächtige Hand regiert. Du hast ja für alle gesühnt. Ehre sei dir, Christus, in alle Ewigkeit. Amen. Und sei dir nicht vor Erfreien, wie
gehst du durch Feuer und wirst nicht versenkt, und die Flamme verbrennt dich nicht. Denn der Herr will dich, dein Gott, der Heilige Israels, erleben. Ich gebe für dich Ägypten als Höchstgärtchen, Kusch und Saba an deiner Stadt. Darum, weil du mir so wertvoll bist, hoch geehrt und von mir geliebt, gebe ich Menschen preis für dich und Völker für dein Leben.
Peter Mühe.